Folge 4: Jäger des verlorenen Filmstars. Tag auch, Leute! Erinnert ihr euch noch, als meine Freunde und ich beim neuesten Daring Do-Film aushelfen sollten? Ich schrieb das Drehbuch, Trick kümmerte sich um die Kulissen, Seventh um historische Korrektheit, Blaze um die Stunts und Chip um das Catering. Dazu bekamen noch viele andere Ponys wie Derpy, Lyra und manche anderen ein paar kleine Gastauftritte. Nun, endlich, viele Monate nach den Dreharbeiten, bekamen wir die Nachricht vom Studio, dass der Film endlich fertig sei und wir zur Premiere in Applewood eingeladen wären. Nachdem wir diese Meldung an Blaze, Chip und Seventh weitergeleitet hatten, machten wir uns zusammen mit geschätzt halb Ponyville auf den Weg. Blue? Meinst du nicht vielleicht, dass das etwas viele Ponys sind? Ach was, Schnickschnack. Yeah, endlich Action. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. Sommernächte. Ich bin schon wirklich gespannt, ob der Film besser ist als Teil 4 der Reihe. Naja, das ist auch nicht schwer. So schlimm ist der Film gar nicht. Man kann ihn auf jeden Fall gucken. Endstation Applewood, alles aussteigen! Trick, Blaze, Chip, Seventh und ich zählten die Ponys, die in Scharen aus dem Zug strömten. Es waren wirklich enorm viele gekommen, aber das Studio hatte auch geschrieben, dass wir unsere Freunde mitnehmen dürften. Was soll man denn da machen? Okay, ich glaube, das sind alle. Yep, sieht gut aus. Also Leute, bitte alle hinter uns her. Wir wissen, wo es hier zum Kino geht. Ich kann es kaum erwarten, wir auf der großen Leinwand. Ihr freut euch? Ich freue mich auch, ich freue mich sogar sehr. Ja, und wie ich mich freue, wie ein kleines Fohlen. So sehr freue ich mich. Ich kann es kaum glauben. So sehr freue ich mich. Und sonst so? Och, ich kann mich nicht beklagen. Ist irgendwas in unserer Abwesenheit passiert? Kann man vielleicht so sagen. Nein, ehrlich, ich freue mich so sehr, wie schon seit gestern nicht mehr, als ich dieses gratis Zeitschriftenabonnement geschenkt bekommen habe. Das war der Wahnsinn. Und der Film ist bestimmt noch besser. Könnt ihr euch das vorstellen? Das wird so super. Ich glaube, ich platz gleich. Ob wir da drin gratis Chips bekommen? Gut möglich, Chip. Gut möglich. Ah, seid gegrüßt, meine lieben Freunde. George Apples. Ganz recht. Und ich bin ebenfalls da. Steven McIntosh Hills. Dies ist ein großer Tag für die Welt des Films. Gehen wir doch hinein. Wir folgten George und Steven nach drinnen, wo in einer gewaltigen Empfangshalle sogar noch deutlich mehr Ponys standen. Es war unglaublich laut und von allen Seiten ertönten Stimmen, die in ausgelassene Gespräche vertieft waren. Unsere Gastgeber führten mich und die anderen zwischen den Gästen hindurch, während der Großteil unserer Begleiter in der Halle warten sollte. George brachte uns direkt in den großen Kinosaal, der noch komplett leer war. Blue Tail, Confidence Trick, Blazing Blaze, Tiny Chip und Seventh. Unsere Premiere wird bedauerlicherweise überschattet von einem Zwischenfall, der sich vor ein paar Stunden ereignet hat. Was denn für ein Zwischenfall? Daring Do. Unsere verehrte Hauptdarstellerin und der Star hier ist verschwunden. Was? Das ist leider so. Sie wurde entführt. In ihrer Garderobe fanden wir diesen Zettel hier. Ich weiß nicht, wer ihn geschrieben haben könnte, aber sein Inhalt ist eindeutig. Wir haben Miss Du entführt. Sie wird nie mehr in einem großen Kinoprojekt zu sehen sein. Oh. Klingt nicht gut. Deshalb weiß ich nicht, wie wir weitermachen sollen. Ohne unseren Star können wir nicht anfangen. Oh, keine Angst. Ich glaube, ich weiß, wer sie entführt hat. Ach ja? Ja, der Hinweis ist klein, aber eindeutig. Hier, seht nur. Sie wird nie mehr in einem großen Kinoprojekt zu sehen sein. Huhu, huhahahahahahahaha. Wie bitte? Ahui, so, Till. Gesundheit. Ganz genau. Ich denke, wir sollten mal seinem Geheimversteck einen kleinen Besuch abstatten. Yeah! Und wie sollen wir das finden, wenn es geheim ist? Lass das mal meine Sorge sein. Ich werde es finden. Also gut. Da macht sich Blue Tail auf den Weg und rettet Daring Do aus der Gefangenschaft ihres größten Widersachers. Klingt nach gutem Stoff für ein Prolog. Was sagst du, Steven? Ich schreibe schon mit. Keine Angst, George. Excellent. Also gut, ich mach mich da mal auf den Weg. Du wirst dabei Hilfe brauchen. Wir sollten mitkommen. Na, ich fürchte, das bietet sich nicht an. Wenn ich fliege, bin ich deutlich schneller, als wenn wir uns alle zusammen durch das Dickicht schlagen müssen. Da ist was dran. Dann komm eben nur ich mit. Huch, Seventh? Du willst mit auf ein Abenteuer gehen? Klar doch. Ich wurde noch nie gefragt. Gut, dann machen wir schnell und fliegen los. Sehr wohl. Mein getreuen Filzhut auf dem Kopf, die dunkle Jacke am Leib und eine hellbraune Peitsche am Gürtel flog ich über die Häuserdächer hinfort gen Süden. Seventh glitt unmittelbar neben mir entlang, sodass wir uns ein wenig unterhalten konnten.
Doch hauptsächlich eilten wir konzentriert und zielstrebig auf den großen Dschungel zu, in dem sich irgendwo das Versteck von Ahuizotl befand, dem finsteren Erzschurken von Daring Do. Schlussendlich fanden wir eine riesige alte Poanei-Pyramide, komplett erhalten mit einem breiten Graben aus brodelnder Lava darum herum. Sieht mir verdächtig aus. Ja, der Palast der Verdammnis. Ahuizotls Unterschlupf. Genau wie im Film. Ganz genau. Deshalb würde ich einmal davon ausgehen, dass ich uns unbeschadet an den Fallen vorbeimanövrieren kann. Klar doch, ja. Durch den schmalen Haupteingang gelangten wir in einen schwach beleuchteten Korridor, der sich schier endlos in das Innere der Anlage erstreckte. Ich schlich vorsichtig mit dem Kopf nahe des Bodens hindurch und umging jede einzelne Falle. Wieso fliegen wir nicht einfach unter der Decke entlang? Und einfach die ganze Mühe des werten Schurken zerstören, der diese schönen Fallen extra für Ponys wie uns aufgebaut hat? Was denkst du denn von mir? Na sieh mal an, ein Lavasee. Also jetzt müssen wir doch wohl rüberfliegen, oder? Ich bitte dich, wo ist dein Gespür für Abenteuer und Gefahr nur geblieben? Ich sehe keinen Grund, weshalb wir uns derart unnötig in Lebensgefahr bringen sollten, mein Lieber. Ach komm schon, irgendwo hier muss ein Geheimweg sein. Irgendein Schalter oder ein Knopf. Etwas, um eine Brücke aus der Lava auffahren zu lassen oder so. Hier drüben, ein Hebel. Aha, sehr schön. Na dann, ziehen wir doch dran. Haha, perfekt. Also, komm, Alter. Ja. Immer tiefer ging es hinein in die Pyramide. Irgendwann sah ich Licht am Ende des Ganges und wir trabten in eine hell erleuchtete Steinkuppel, an deren Ecke ein kreisrundes Loch prangte. Vor uns lag ein Gebilde aus nach oben führenden Plattformen, die nahezu treppenartig angeordnet waren. Nun, dann wollen wir doch mal. Ich fürchte, du willst da hochklettern, anstatt zu fliegen, oder? Natürlich. Daring Do musste im kompletten ersten Film schließlich auch ohne ihre Flügel auskommen. Ich versuche das gar nicht, mit dir darüber zu diskutieren. Eine gute Entscheidung. So kraxelten wir die steinernen Plattformen hinauf und gelangten schließlich auf die Spitze der riesigen Aufbaut in der Mitte der Halle. Nun lag eine Art Rinne vor uns, die leicht abschüssig in einen dunklen Schacht hinabführte. Es erinnerte fast an eine Rutschbahn. Denkst du dasselbe wie ich? Möglicherweise. Also dumm rumstehen bringt uns ja auch nicht weiter. Komm, rutschen wir einfach hier. Hast du das gehört? Ich habe das gespürt. Sag mal, hat dieser riesige Steinschädel da oben auch schon vorhin so geschaukelt? Vermutlich nicht. Also irgendwie glaube ich, dass dieses Ding ja gleich runterrollt. Er hatte den Satz kaum ausgesprochen, da kippte das steinerne Abbild eines runden Ponykopfes nach vorn und knallte auf den Anfang der Rinne. Langsam aber sicher nahm der Brocken Fahrt auf und rollte zielstrebig auf uns zu. Ah ja, war doch klar. Der Klassiker. Rutschen wir doch bitte. Nichts lieber als das. Wir ließen uns nach vorn fallen und rutschten auf den glatten Steinen hinab in den dunklen Schacht, der offenbar gerade groß genug war, um den rollenden Steinkopf hinter uns hindurchzulassen. Als wir unten wieder geraden Boden unter den Hufen hatten, kam der Felsbrocken mit derart viel Schwung aus dem Schacht, dass er einfach unversehens weiterrollte. Oh, na großartig. Wieso bleibst du stehen? Lauf! Links und rechts neben uns ging es steil abwärts in eine gewaltige Fläche aus kochender Lava. Flammenwerfer besprühten uns aus dem Boden heraus und mit fast jedem Hufschlag spürte ich mehr Fallen unter mir auslösen. Pfeile, Feuer, Steine und aller Huf andere Geschosse flogen uns um die Ohren, als wir in schwindelerregender Höhe über die steinernen Plattformen eilten, den Stein immer noch dicht auf den Fersen. Schließlich gelangten wir an eine morsche Holzbrücke über den brodelnden Abgrund. Als der Felsbrocken darauf prallte, gab das Holz nach und die ganze Brücke krachte in sich zusammen. Ich konnte im Fallen gerade noch meine mitgeführte Peitsche an der Klippe verkanten, sodass wir uns wieder auf sicherem Boden retten konnten. Puh, knapp. Erinnere mich daran, beim nächsten Mal nicht auf deine unnötigen Rollenspielanlagen zu hören. Ich werde es in Erwägung ziehen. So, da wären wir. Hinter dieser Steintür muss Ahuizotl sein. Und wie kommen wir da rein? Na, wir drücken sie einfach auf. Oh, okay. Auf der anderen Seite sahen wir eine rechteckige Halle mit hohen, stachelbewehrten Wänden. In der Mitte des Raumes befand sich ein steinerner Tisch, auf dem Daring Do angebunden war. Unmittelbar daneben stand eine große, unheimliche Gestalt. Ahuizotl persönlich. Deine Filmpremiere wird niemals stattfinden! Der Sieg ist mein! Sei das nicht zu sicher, Ahuizotl! Damit wirst du nicht davonkommen! Oh, aber das bin ich doch schon! Du kannst nichts tun, als dich deinem Schicksal zu beugen! Der Schurke verließ den Raum und ließ Daring Do alleine zurück.
Sie war angekettet und konnte sich kaum einen Zentimeter bewegen. Und wir hatten nicht mehr viel Zeit, bis die Steinwände Konfitüre aus ihr machen würden. Hier kommt die Kavallerie. Hi. Verzeihung, dass wir so lange gebraucht haben, Miss Du, aber wir sind auf das ein oder andere Problem. Könntet ihr euch vielleicht etwas beeilen? Oh, ja sicher. Hier muss doch irgendwo der Schlüssel für die Fesseln hängen. Den hat Arisottel mitgenommen. Nein. Ich fürchte doch. Haben wir einen Plan B? Ich... Die Stacheln kamen unaufhaltsam von beiden Seiten näher und wir bissen die Zähne zusammen. Doch als wir gerade schon Schlimmes befürchteten, hörten wir ein schabendes und kratzendes Geräusch, wie vom Metall, das auf Metall prallt. Als wir die Augen öffneten, sahen wir, dass die Spieße genau einander getroffen hatten und dadurch komplett verbogen worden waren. Wow. Also, das nenne ich mal eine Fehlkonstruktion. Ein neuer Tag, ein neues Abenteuer. Mit einiger Anstrengung gelang es uns, sie von ihren Fesseln zu befreien und nach oben zwischen den verbogenen Stacheln hindurchzufliegen. Eine quadratische Öffnung lag mittig im Dach der Halle, wodurch wir mit Leichtigkeit davonflattern konnten. Eiligst machten wir uns auf den Rückweg nach Applewood. Ruhe bitte! Bitte Ruhe im Saal, bitte! Huh, es geht los! Meine verehrten Fillies und Gentlecalls, der heutige Tag steht ganz unter dem Zeichen der Abenteuer, Rätsel und humorvollen Sprüche. Es ist dies der fünfte Film der Daring Do Serie. Und der zweite Teil, der keine Romanvorlage unserer Titelautorin hat. Teil 4 war scheußlich. Nein, war er nicht. Er war okay. Wir sind uns bewusst, dass die Erwartungen hoch sind. Aber ich versichere, dass unsere neuen Mitstreiter ganze Arbeit geleistet haben, was diesen Film angeht. Nun, eigentlich sollte Daring Do heute hier anwesend sein. Doch anscheinend kommt es zu einer Verzögerung. Wir bitten Sie daher... Was denn für eine Verzögerung? Miss Du! Hervorragendes Timing! Dann lass den Film beginnen! Als Seven und ich wieder bei Atem waren, ließen wir uns auf unsere Logenplätze nieder und sahen zur Leinwand. Endlich bekamen wir zu sehen, was am Ende aus unserer Arbeit gemacht wurde. Und was soll ich sagen? Natürlich war der Film gut. Er war schließlich von uns. Gute Nacht.